Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse. Seien Sie gespannt. Pass nur auf, ein Wort. Schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel hier vom DZLA. Heute mal in Vertretung meines Kollegen, der sonst ja immer das auf ein Wort für Sie so erstellt. Und heute mache ich das mal. Also ein kleiner Einblick über das, was Sie im September 2021 erwartet. Ja, das geht los mit einem Demenz-Roundup. Das ist mal so ein Versuch, zusammenzufassen, was so in den letzten Jahren sich in der Demenzforschung getan hat und welche andere Perspektive auf der Demenz dies mit sich bringt, auch für die Pflege und für die Versorgung. Die Idee ist nämlich im Wesentlichen, dass Demenz zu einem Art Querschnittsthema wird, also für die gesamte Gesundheitsbranche und eigentlich nicht mehr auf die Gerontopsychiatrie zu beschränken ist. Also schauen Sie sich das mal ab. Ich denke, das ist ganz interessant. Dann kommt wieder der NKP-Post. Was dort kommt, kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Das werden die Kollegen schon selber bestimmen. Aber ein paar Dinge kann ich schon mal mitteilen. Das Weiterbildungsprogramm des DNKP wird verschoben auf 2021, wie alle diese Aktivitäten der Hochschule Osnabrück. Und die Konsensuskonferenz, die 10., wird verschoben vom 9.10. auf den 16.03.2021. Wen es interessiert, schon mal eintragen. Ja, der erste Lichtblick, den wir dann machen werden im nächsten Monat, der geht über das Thema Life Review, hier insbesondere für alte Menschen mit Depressionen Hintergrund ist, dass es eigentlich viel zu wenig Psychotherapeuten gibt für alte Menschen mit Depressionen und dass in den Niederlanden es Pflegende sind, die diese Art der Psychotherapie durchführen. Das finde ich sehr spannend, auch weil es eine ganz interessante Perspektive für Pflegekräfte darstellt. An vierter Stelle kommt ein kritisches Glossar. Da beschäftigt sich mein Kollege Herr Rösing mit dem Thema Lügen. Also vor allen Dingen ist das ja so im Bereich, im Umgang mit Menschen mit Demenz nicht so ganz unüblich. Und da ist die Frage, was heißt da eigentlich hier Lügen? Gibt es da unterschiedliche Arten von, wie kann man das abgrenzen? Ja, was ist Wahrheit, was ist Lüge, was heißt jede Form der, ich sag mal, Ablenkung und Täuschung eigentlich eine Lüge? Ja, und wie ist der jeweilige Kontext? Der ist ja schon noch entscheidend dafür, ob man etwas als Lüge betrachtet oder nicht. Dann wollen wir darauf hinweisen, am 21.09. ist der Welt-Alzheimer-Tag. Vielleicht machen wir auch noch was dazu, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Kann aber sein, schauen Sie mal rein. Gut, und zum Schluss nochmal ein Hinweis auf unsere Tagung. Unsere Tagung können wir jetzt nun doch leider nur im Online-Format machen. Das heißt, wir werden, so Sie angemeldet sind, Ihnen so mitteilen, wie Sie an dieser Tagung teilnehmen können. Das wird auch über Zoom funktionieren. Sie können dann sich einloggen, kriegen einen entsprechenden Mail mit Hinweis. Ansonsten wird die Tagung eben genauso ablaufen wie geplant, nur eben leider wegen Corona nur im Online-Format. Ja. In diesem Zusammenhang nochmal ein kurzer Vorblick auf den übernächsten Lichtblick. Dabei bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir den im September oder doch schon eher im Oktober machen. Und zwar ist da eine ganz interessante Studie erschienen, so mit der Frage, kann eigentlich Forschung selbst dazu beitragen, dass die Ergebnisse der Forschung auch in die Praxis umgesetzt wird? Also ist das nur eine Frage der Praxis oder ist das auch eine Frage, wie Forschung durchgeführt wird? Also konkret, wie muss Forschung eigentlich aussehen vor Ort, damit das Beforschte anschließend auch eine Chance hat, implementiert zu werden? Ja, ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Zeit, freue mich auf Ihr Interesse, Ihre Rückmeldungen. Bis dahin, Christian Müller-Hergel vom DZLA, alles Gute Ihnen. Pass auf, ein Wort.